So, nach der Entspannung geht es wieder in die nächste Runde und das wird wir machen eine Austauschrunde mit Impulsen von Ihnen, Frau Keller, und von Johanna. Das ganze Projekt hat drei große Elemente gehabt. Das eine war diese wissenschaftliche Ausrichtung, wissenschaftlicher Diskurs zu der Frage des Bischofsamts. Das andere waren die Thesen, die eher in die hauptamtlichen Schiene gegangen ist, Meinungsbildung auf dieser Ebene der Kirchenverantwortlichen. Und eine dritte Ebene war, wir haben Leute gefragt, einfach mal so, mit Kamera, was haltet ihr vom Bischofsamt? In die Breite der Bevölkerung reingefragt, eher kirchlich nahe. Die nächste Stufe, dass wir noch weitergegangen wären, hätten wir auch machen können, aber da haben dann schließlich die Kapazitäten gefehlt. Und jetzt zeigen wir ein paar Rückmeldungen. Und die Idee wäre, dass Sie beide dann auf diese Clips reagieren. Ich habe sie auch noch nicht alle gesehen, oder ja, vielleicht nicht alle. Bin also gespannt, was ausgesucht worden ist. Und dann reden wir. Offen, aufgeschlossen für Neues, lustvoll die Sachen anpackend, einfach glücklich die Position zu haben, was bewegen zu können, die Menschen zu unterstützen. Das ist schon alles Kleinigkeit. Also was ich erwarte und mir wünsche, ist vor allem, dass der Bischof oder die Bischöfin christliche Ethik und christliches Leben in einer modernen Form so nach außen repräsentiert, dass es ja, das Christentum für alle zugänglich wird, dass es nicht sich auf einer theologisch abgehobenen Ebene bewegt, sondern auf einer, ja, volksnahen, bei der jeder versteht, worum es geht, jeder und jede vielleicht auch irgendwie mitwirken kann oder sich angesprochen fühlt. Nächsten Landesbischof, unserer nächsten Landesbischofin, erwarte ich mir Weitblick, einen entspannten, guten Blick in die Zukunft, ohne großartigen Panik zu verfallen, wie man mit Kirche in Zukunft weiter umgehen kann. Wie es auch unser jetziger Landesbischof schon macht, ein Bischof zum Anfassen zu sein, nur noch leibhaftiger, noch mehr zum Anfassen, noch mehr in die Gemeinden geht und die Gemeinden vor Ort unterstützt und trotzdem für alle da sein kann. Die Frage ist, ob das einer alleine oder eine alleine irgendwann stemmen kann. Ich wünsche oder erwarte von dem nächsten Bischof, von der nächsten Bischöfin, dass er oder sie vor allem auf die Einheit oder die Einigkeit unserer Kirche schaut und neben all diesen wirtschaftlichen Problemen und verwaltungstechnischen Problemen und Personalproblemen und über welche Probleme wir auch immer noch alles reden und philosophieren, vor allem im Blick hat, dass wir Evangelium zu verkündigen haben, nach wie vor, und dass das eine Aufgabe ist, die uns hoffnungsfroh in die Zukunft schauen lassen kann, egal wie die Kirche dann in ihrer Form sein wird. Ich wünsche mir eine Person, die die Seelsorge ernst nimmt. Ich sehe ihn als obersten Hüter sozusagen seiner Schäfchen. Wenn man das vergleicht, ein Bischof, der wie ein guter Hirte sozusagen auf seine Schafe aufpasst, also ohne dass die jetzt irgendwelche dummen Schafe sind, aber dass er einfach seelsorgerlich gut dabei ist, dass er repräsentieren kann, also nicht zu scheu im Umgang mit Medien, und dass er ganz einfach die gute Botschaft, die wir haben, also dass wir Menschen die Herzensangelegenheit Gottes sind, dass er das gut rüberbringt. Also ich würde mich freuen, wenn die Stelle, so wie es ausschaut, weiblich besetzt ist und dass das Ganze mit viel Kraft und Besonnenheit durchgeführt wird und dass das durchgeführt wird, was vorher beschlossen wurde. Es ist wichtig, dass man vorher weiß, was man dann umsetzt. Landesbischof an die neue Landesbischöfin wäre, dass ein Diskurs angeregt wird unter den Berufsgruppen, die in unserer Landeskirche tätig sind, sodass eben kein hierarchisches Miteinander mehr da ist, sondern ein Miteinander, was wirklich in einem Team ist, was miteinander gut zusammenarbeitet und wo keine Unterschiede gemacht werden, sodass wir gut gemeinsam an der Zukunft unserer Kirche bauen können. Neuer Landesbischof, eine neue Landesbischöfin.
repräsentiert Kirche in all ihren Facetten. Kirche spirituell, Kirche als Arbeitgeber, Kirche als Dienstleister, hier denke ich besonders an die Diakonie, aber auch Kirche und Kultur, Kirche und Kunst, Kirche und Medien, nicht zuletzt, ganz wichtig. Eine neue Person sollte nah bei den Menschen sein und ein weites Herz haben für die vielen Ausdrucksformen des Glaubens. Natürlich auch einen weiten Blick in die Welt und für die Welt. Ich wünsche Gottes Segen für die Findung einer neuen Person und einer geeigneten Person. Also ich stelle mir diese Person so vor, dass sie in der Außenwirkung als Vertreterin unserer Kirche klar erkennen lässt, dass sie im christlichen Glauben verwurzelt ist, aber auch offen ist für Gespräche, die wir in unserer Zeit ganz dringend brauchen, dass wir ein gutes, auch kulturelles Miteinander in unserem Land hinkriegen. Und das andere wäre dann sozusagen der Blick nach innen, dass die neue Führungsperson bei allem, was zu entscheiden und was anzuregen ist, die Vielfalt unserer bayerischen Landeskirche im Blick hat. Dass also wir in den ländlichen Gegenden nicht manchmal den Eindruck bekommen, bei allem, was geplant wird, wird von Städten ausgedacht, sondern dass auch gerade die Vielfalt und die Verwurzelung, die hier auf dem Land zu finden ist, dass das auch wahrgenommen wird und mit einbezogen. Tja, erfahren Sie mehr, stand zum Schluss. Jetzt erfahren wir mehr. Bitte schön. Setzen wir uns nach vorne. Das ist vielleicht nicht gerade die kommunikativste Form des Miteinanders, aber es ist eine, die medial relevant ist. Womit wir schon beim Thema wären. Ja, wir haben es gehört. Fand ich ganz interessant. Wer möchte denn beginnen? Ich möchte was zur Relevanz dieser Veranstaltung sagen. Und das verlinkt dann auch zu den Aussagen. Ich glaube, wir hatten schon heute Vormittag diese Tendenz zur radikalen Personalisierung. Und ich denke, wenn wir heute über Personen gesprochen hätten, wäre der Saal rappelvoll. Aber dieses sehr bewusste, wir treten zurück und überlegen, was eigentlich wichtig ist, also dieser sachbezogene Zugang, der ist, sagen wir mal, nicht mehr besonders modern und oder nicht mehr besonders zeitgemäß, sondern das kann man auch an vielen Zugängen zu, was soll der Bischof sein, es sind sehr unterschiedliche Aussagen, aber häufig so Haltungsnoten. Er soll offen sein, er soll zum Anfassen sein, er soll repräsentieren können, er soll entspannt sein, einen Weitblick haben. Das sagt inhaltlich gar nichts. Das sind so Facebook-Haltungsnoten. Und dieses andere, es gibt die andere Seite auch, Seelsorger soll er sein und so weiter. Aber das wollte ich als allererstes beobachten, dass wir in einer Zeit leben, wo die Frage der Performance so im Vordergrund steht, dass die Frage, was steckt dahinter, wofür steht dieser Mensch, für welche Art von Kirche steht diese Person, sagen wir mal, in der Gefahr ist, in die zweite Linie zu rücken. Wir können da nachher noch mal weiterreden, aber das wäre, glaube ich, meine erste Beobachtung. Ich kann mich da durchaus anschließen. Mir fiel auch auf, jetzt zumindest den Videos, die wir gerade gesehen haben, war das ganz deutlich, dieser Wunsch
nach einer gewissermaßen volksnahen Persönlichkeit zum Anfassen, also ganz konkret ein Gegenüber, das fassbar ist und auch nicht in weiter Ferne, sondern mit dem man eben gewissermaßen auch in Kontakt treten kann oder eben auch dezidiert theologische Kompetenzen angesprochen werden als Seelsorger und dann aber auch die Frage aufgeworfen wird, dass es eine Person ist, die gleichzeitig die Vielfalt, den Facettenreichtum des Protestantismus hier auch fördern soll oder zumindest diesen Facettenreichtum Ausdruck geben soll, verleihen soll. Interessant jetzt im Hinblick, was das nochmal spiegelt im Rückgriff auf unseren Vormittag, finde ich auch natürlich, was wir diskutiert haben, dieses Amt ist nicht in Stein gemeißelt offenkundig, sondern darin eingetragen werden spezifische Herausforderungen, Ansprüche an dieses Amt, ausgehend natürlich von einer empirisch nochmal unterschiedlich wahrgenommenen Situation der Kirche. Einerseits haben wir immer diese verschiedenen Folien der Diskussion dezidiert theologisch. Theologischen Diskurs, wir haben systematisch-theologische Perspektiven kennengelernt, eine neutestamentliche und gleichzeitig haben wir natürlich eine außerordentlich komplexe empirische Wirklichkeit, in der dieser Bischof oder diese Bischöfin agieren wird und diese verschiedenen Wahrnehmungsebenen oder auch Bedarfslisten, die daraus generiert sind, die stehen manchmal noch etwas erratisch nebeneinander. Wir stellen dann natürlich fest, dass allerdings der Druck, der ausgeht von der Formatierung unserer Gesellschaft, die Bedeutung einer medial vermittelbaren Persönlichkeit, die Personalisierungstendenz, natürlich ganz zentrale Eigenschaften sind, die möglicherweise auch, was wir an theologischen Kompetenzen herausgestellt haben, etwas in den Hintergrund treten lässt. Das heißt aber, wir haben eine ganze Reihe von Anforderungen, die in dieses Amt hineingelesen werden können und worüber wir noch nicht gesprochen haben. Peter Buhmann hat das kurz angesprochen, was das eigentlich heißt, auch nochmal die ganz groß, wenn man da so große Unterscheidungen vornehmen möchte, die Profilierung eben als eine geistlich-spirituell-theologische Persönlichkeit verbunden eben mit dem Reformer, der kirchliche Projekte anstößt, begleitet, vorantreibt oder auch an der einen oder anderen Stelle dann auf Widerstand stoßen wird. Ich finde diese Offenheit im Grunde genommen und die Vielfalt der Sehnsüchte, die verbunden sind in dieser Diskussion um das Amt, außerordentlich bemerkenswert. Ich glaube auch, dass sich in den verschiedenen Aussagen sehr viele präsente Kirchenbilder repräsentieren. Und was jetzt mir auch aufgefallen ist, dass es zwei nur Aussagen gab. Es gab sehr viele Aussagen, die sozusagen die Kirche nach innen, gut, dann kamen immer auch noch Medien, aber wir sind Kirche für die Gesellschaft und wir möchten dem Frieden in der Gesellschaft dienen, war eine Aussage. Und der junge Mann, der zweite, der gesagt hat, eine moderne Ethik in die Gesellschaft tragen. Das waren zwei Aussagen, die jetzt nicht nur gesagt hat, er soll in den Medien gut aussehen als Kirche, sondern wir haben in dieser Gesellschaft immer noch als Volkskirche eine Rolle, diese Gesellschaft zusammenzuhüten mit allen, mit den anderen in dieser Gesellschaft tätigen. Das war jetzt in den Aussagen, sei jetzt für meinen Begriff, weil das für meine auch publizistische Tätigkeit sehr wichtig ist, dass man auf die Gesamtgesellschaft bezogen sich versteht, sehr unterrepräsentiert, sondern da waren die Fragen natürlich nach der theologischen Artikulierbarkeit und ganz wichtig ist natürlich Trost, Seelsorge, aber auch da kann man ja sagen, der Trost richtet sich nicht nur an die Kirchenmitglieder, sondern wir sind Trost der Welt, wir sind Trost für die Gesellschaft. Also die Frage, wohin blicke ich und woher sehe ich sozusagen die Rolle der Kirche, hat da eine zentrale Rolle gespielt. Und da ist mir dieser Blick von außen her auf uns als Kirche, sag mal, ein bisschen leise gewesen. Geht. Dann würde ich das nochmal mit der Außenperspektive, das würde ich nachher nochmal gern aufnehmen, aber auch die Innenperspektive, die ja sozusagen personalisiert, sehr viele emotionalen Elemente reinlegt, welche Rolle ist das denn, jemand, der
alle zusammenhalten soll, der allen Seelsorger sein soll, der Ansprechpartner ist für die Probleme im ländlichen Raum. Ist das in irgendeiner Weise noch jeweils mit dem Bischofsamt so stark verbunden gewesen wie zurzeit? Ich erlebe es, vielleicht ist genau das das Problem. Wir erleben eine Fülle von Fragestellungen unserer Kirche, nämlich, dass wir auseinanderdividiert werden oder uns auseinanderfallen. Wir haben keine Einheit, aber wenigstens einer soll es machen, der Bischof. Wir haben keine mediale Präsenz, aber wenigstens der Bischof oder die Bischöfin soll es machen. Aber diese Erfahrung, wir werden anders und wie ein anderes Bild des Bischofs, das ist doch vollkommen weggefallen. Oder bin ich hier zu negativ? Wir haben auf jeden Fall relativ konservative Ansätze. Und die Frage, kann man das neu strukturieren oder kann man das überhaupt neu auch profilieren? Und sollten wir uns nicht einigen darauf, dass man ein bestimmtes scharfes Profil, das kann ja meinethalben dann ein Bischof sein, der tatsächlich sehr medienrelevant ist und sich dann halt sehr gut zuarbeiten lässt. Und eben diese Brüchigkeit der Inszenierung, von der wir heute Morgen gesprochen haben, oder die Vielfalt der Moderieren, der das zu seinem Zentralen macht. Aber in der Tat, es wurde ja heute Morgen schon von dem Rainer Trinczek gesagt, die eierlegende Wollmilchsau, man sollte vielleicht mal probieren, davon wegzukommen. Ich nehme den Ball gerne auf. Vielleicht ist es ja tatsächlich auch denkbar, wenn wir feststellen, dass wir uns dieser evidenten medialen Logik nicht entziehen können und der Personalisierungstendenz, die damit einhergeht. Und wir feststellen, ja, es ist relevant, dieses Amt auch dann in der Auswahl diesem Gesichtspunkt Rechnung zu tragen und das dezidiert auch eben als öffentlichkeitswirksames mediales Amt zu besetzen und damit eben auch eine Kompetenz in der Hinsicht zu suchen und im Hinblick nochmal auf die Frage mit den vielfältigen Prozessen, die im Umbau in den verschiedenen Konzentrationsprozessen vorliegen, bearbeitet werden können, festzustellen, dass das ein anderer Personenkreis ist, der intensiver an diesen Prozessen arbeitet. Und wir sagen, das ist im Grunde genommen vor allem die öffentliche personale Visitenkarte, aber diese tiefgreifenden Veränderungsprozesse und Arbeitsprozesse, die in der Kirche rund um diese Reform bearbeitet werden müssen, möglicherweise eine andere personale Kompetenz erfordern. Auch nochmal dieser Gegensatz oder komplementäre Beschreibung von dem Trostamt und der Ethikagentur. Auch das, denke ich, auch da muss man, glaube ich, mal die Spannung aufmachen und sagen, haben wir nicht in den letzten Jahren erfahren, dass möglicherweise, und da widerspreche ich meinen eigenen Aussagen von vor vielen Jahren immer, dass wir das Trostamt der Kirche in dieser Gesellschaft möglicherweise das Wichtigere ist. Weil ethisches Dazwischenrufen haben wir ganz viel. Aber vielleicht wäre für die Einheit der Gesellschaft und auch unserer Kirche dieses eigene Amt als Trostamt, als öffentliche Seelsorge, der Zarnt, hat es mal so formuliert und der Jörg Zink hat es auch so formuliert. Ich mache im Wort zum Sonntag, Klammer auf, öffentliche Seelsorge. Das Wort kann man, glaube ich, auch für eine gesellschaftliche Öffentlichkeit gebrauchen. Ich bin ein öffentlicher Seelsorger mit einem Trostamt. Fände ich ein schönes Bischofsprofil. Bischöfinnenprofil. Vielleicht findet dieses Amt ja gegenwärtig auch bereits eine Inkarnation gewissermaßen. Ich nehme interessiert zur Kenntnis, wie die Ratsvorsitzende arbeitet, welche Sprache sie sich bedient. Und sie spricht ja dezidiert, auch jetzt in ihren wenigen, aber in den Aussagen rund um den Ukraine-Krieg, eine dezidiert theologische Sprache. Und da muss man sich wirklich fragen, das ist ja ein Posten, der besetzt werden muss in der Öffentlichkeit, das fundiert theologisch diese evangelische Position wahrgenommen wird. Und da kann man ja mit Fug und Recht
recht auch überlegen, ob dann die ganzen Entwicklungsprozesse, die uns intern so sehr interessieren, die allerdings für eine weite Öffentlichkeit auch nicht so besonders interessant sind, müssen die verbunden sein mit dem Bischofsamt im engeren Sinne. Das heißt natürlich nicht, dass die nicht zusammen gedacht werden müssen, auch in der Person des Bischofs oder der Bischöfin, aber ich kann mir sehr wohl vorstellen, ich bin da sehr beeindruckt von der Arbeit von Frau Kurschus zum gegenwärtigen Zeitpunkt und denke, dass das eine zentrale Funktion ist. Und diese ganzen Kirchenleitungswände, die interessieren uns alle furchtbar, aber das ist für die allgemeine Öffentlichkeit, habe ich den Eindruck, noch weniger relevant. Also wäre gerne die Nachfrage gewesen, öffentliche Trostfunktion, geht das im Bischofsamt? Und genau, Sie haben jetzt eine Figur benannt, eine Inszenierung benannt, wo genau das wirklich funktioniert, wirklich angenommen wird, akzeptiert wird, verstanden wird. Ist es jetzt an ein Bischofsamt gebunden oder können wir hergehen und sagen, es ist eine Funktion, die notwendig ist, die wir brauchen als Kirche, aber es wird schon immer, es müsste, könnte ja ein anderer sein oder es sind ja verschiedene andere. Also das, Johanna, ganz klar, dass es so ist, dass wir so öffentliche Trostfunktionen brauchen, wenn es gelänge mit dem Bischofsamt oder Vorsitzendenamt, ja, aber vielleicht noch ein bisschen größer. Darf nicht der Bischof oder der Ratsvorsitzende darf nicht die Einzige sein. Wir als Kirche müssten das doch sein. Weiter ist das auch ein Stück weit charismenabhängig. Ich habe da immer interessiert beobachtet, wie die ehemalige Bischöfin Käsmann für viele Bischöfin der Herzen geblieben ist und bis heute noch ist, weil sie irgendwie ihr gelungen ist, in einer bestimmten Weise eine Trostfunktion wahrzunehmen, ansprechbar zu sein in einer gut verständlichen Sprache. Das hat viele Menschen interessiert und die war ja irgendwann nicht mehr im Amt, hat aber diese zentrale öffentliche Funktion interessanterweise weiter wahrgenommen, weil das ihr offenbar in die Wiege gelegt war, das so wahrzunehmen. Das ist natürlich nicht nur ans Amt selbst gebunden. Na, aber wenn wir jetzt sagen, wir suchen jemanden, und da kann man ja dann die Charismenfrage stellen, hat jemand das Charisma, sich verwaltungsmäßig durchzusetzen oder Gesetze durchzupeitschen in der Synode, oder hat jemand das Charisma, tatsächlich öffentlich zu trösten? Und diese alten Wörter wie Trost, ich meine, das ist ja nun ein zutiefst theologisches Wort, oder Seelsorge, für die Seelen sorgen, dass man diese sagen wir, ursprünglichen Funktionen des Evangeliums neu leuchten lässt und sagt, das ist das Profil einer Bischöfin oder eines Bischofs und ich stimme Ihnen bei mit der Einordnung dessen, was Frau Kurschus leise sehr pointiert und sehr genau sich überlegt, wann gehe ich in die Öffentlichkeit, mit welcher Art von Sprache. Ich glaube, dass das die Leute schon gutieren. Es gibt auch, wie gesagt, ich kenne nun sehr viele Journalisten und Journalistinnen, die irgendwann einmal, das habe ich heute schon mal anmoderiert, sagen, sag mal, muss der Bischof zu allem was sagen? Ich meine, die fragen ihn natürlich auch, aber dann kommt diese Reaktanz, wo man dann sagt, jetzt muss der dazu auch noch was sagen und lacht immer dabei und so. Also dieser Überdruss, der dann entsteht, wenn man sich auch einfach selbst immerzu wieder in die Rede bringt. Da würde ich jetzt gerne nochmal die Frage, die du vorher gebracht hast, ins Spiel bringen. Also eine zentrale Funktion öffentlicher Trost, auch medial inszeniert, und zwar medial inszeniert im Sinne von auch Rücknahme der medialen Präsenz, sehr professionell eingesetzt, da können wir als Kirche noch einiges lernen. Wie verknüpft sich das jetzt mit einem dem anderen, dem nach außen gehen von Positionen, von Ethikagentur? Ich glaube ja, dass sich das nicht ausschließt, sondern eine gewisse Sprache erfordert. Ich kann natürlich ethisch reden, das aber in einer tröstenden theologischen Sprache machen. Das widerspricht sich ja nicht. Und das andere mit dem, was wir an Inszenierung von Brüchen heute Morgen gesagt haben, ich glaube schon auch, dass jemand, der diese Gabe des Trostes, des öffentlichen Trostes hat, dass der oder die Person dann eben auch den Verweis auf die tröstende Funktion der Kirchen an allen Stellen
dieser Gesellschaft hat. Es gibt in Deutschland keinen Quadratmeter, für den nicht eine Pfarrerin oder ein Pfarrer zuständig sind. Wir sind als Kirchen in den geschlossenen Räumen dieser Gesellschaft präsent. Vom Krankenhaus über das Gefängnis. Und wir sind eigentlich in einer großen Trostfunktion da. Das Versagen, fand ich, in der Corona-Krise ist, dass wir nicht an die Türen gehämmert haben, unsere Repräsentantinnen, und gesagt haben, wir wollen da rein in diese Häuser. Ja, aber Klammer auf, das ist jetzt gegessen, aber wir haben an dieser Stelle entdeckt auch, was für eine unglaubliche Relevanz eigentlich eine tröstende Sprache hat. Und ich glaube, man kann so sprechen, dass das eine ethische Positionierung impliziert. Ja, soweit mal der erste Durchgang. Wollt ihr, wollen Sie noch mal? Wir waren überzeugt. Johanna, das wussten wir doch schon vorher, von daher. Also wir hätten noch auf den Tag oder auf die Erkenntnisse des Tages oder auf die Gesamtbedeutung dieses Gesamtprojekts für unsere Kirche. Wäre vielleicht noch ein Schlusswort für wer möchte. Kandidaturerfahrung gerne was dazu sagen. Ich habe zweimal kandidieren dürfen und war zweimal froh, dass ich das nicht geworden bin. Aber ich finde es in Ordnung, wenn man kandidiert, wenn man gefragt wird. Diese öffentlichen Anhörungen habe ich ganz unterschiedlich, also dass man es eine öffentliche Befassung damit gibt. Das habe ich in der Kandidatur mit 1998 erlebt. Da gab es eine Veranstaltung, die war in der Münchner Uni in der Aula, und zwar von Schibilski angeregt damals, und da waren sehr viele Studierende, junge Leute da. Ich fand das eine gute Idee, da hatte man dann natürlich die drei Kandidaten vor der Nase, richtig, dann schon die Positionen in Person. Und das war ein sehr großer Raum, und ich glaube, Herr Schibilski hat es moderiert. Und da hatte ich den Eindruck, da kann man auch das rausprofilieren. Die, als Heinrich Bedford Strom gewählt wurde, wurde gar nicht öffentlich debattiert, weil ich glaube, die Kandidatin das nicht wollte. Das darf nicht sein. Also in der Synode darf es bislang nicht sein. Das war jetzt der Sinn des Antrages, den wir ja durchbekommen haben in der letzten Synode, dass es jetzt sein darf und sogar muss. Also ab jetzt gibt es eine öffentliche Selbstvorstellung im Plenum der Synode. In Berlin war es so, dass alle Kandidatinnen, also die beiden Kandidaten und ich, einen öffentlichen Gottesdienst gehalten haben. Also da wurde ein Gottesdienst gehalten, und dann gab es in der Kirche ein Nachgespräch, wo jeder und jede in dieser Kirche fragen durfte. Das war, fand ich, auch eine spannende Angelegenheit. Das war, was weiß ich, einen Sonntag der nächste Sonntag den nächsten Sonntag mittig in Berlin, war auch ein Format, wie man diese Personen kennenlernen konnte. Also nicht aber so, dass sie halt sich nebeneinander profiliert haben, sondern sie haben sich nur für die Gemeinden oder die da fragen wollten, profiliert. Also ich finde auf jeden Fall das Ansinnen, öffentlich zu fragen, wer soll dieses wichtige Amt eigentlich innehaben, finde ich eine sehr gute Sache, dass das die Synode jetzt gemacht hat. Und damals bei der Wahl 98/99 hat's eine Uni gemacht. Das kann ja keine Synode verbieten, wenn eine Uni sowas macht und die Kandidaten kommen. Rückfrage, was immer wieder diskutiert wird, auch im gesamten ostmitteleuropäischen Bereich, ist diese Form von demokratischen Befragungen von Kandidaten, beschädigt das Amt nicht allzu sehr? Diese demokratische Diskurs mit Konkurrenzen und mit Evidenzen und mit Interessenvertretungen in die Öffentlichkeit getragen, verträgt es mit dem Amt nicht. Herr Keller.
Das würde ich jetzt per se überhaupt nicht so feststellen können. Das kommt natürlich darauf an, wie sorgfältig man mit den Kandidaten umgeht. Das ist ja völlig klar. Das kann man ja, aber das ist ja eine Größe, die kann man gestalten. Und ob man da Leute aufs Glatteis führt oder eben dafür sorgt, dass alle, die befragt werden, unbeschädigt davon rauskommen, aber man eben eine Möglichkeit hat, auf Tuchfühlung zu gehen, Fragen zu stellen. Ich habe nicht den Eindruck, dass das per se die Leute beschädigen würde. Das muss man aber sorgfältig gestalten. Das ist auf jeden Fall eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ich finde es eine Ehre, wenn man den Menschen, die einen dann wählen sollen, erzählen kann, wo man herkommt, was man denkt. Und ich finde es auch eine Ehre, dass die Menschen sich dann entscheiden können zwischen dem einen Konzept und dem anderen Konzept. Also in meinem Fall war zum Beispiel in beiden Wahlen das vollkommen klare Argument, das ich auch immer verstanden habe, diese Frau hat 1,5 Jahre in der Gemeinde gearbeitet und sonst in den Medien. Das ist, vielleicht würde das heute ja nochmal anders artikuliert, aber damals waren halt die Gemeindebindungen und wir brauchen Leute, die Abläufe in der Basis kennen, für mich ein vollkommen überzeugendes Argument zu sagen, wir nehmen jemanden, der halt 10 Jahre Pfarrer in der Gemeinde war oder Dekan. Peter, ja? Also das war nach der Erkenntnis des Tages gefragt. Wenn ich jetzt nochmal die ersten beiden Vorträge auch dazu nehme, der Blick von außen durch Herrn Trinschecks war ja schon aufschlussreich. Was nimmt er überhaupt wahr und was nimmt er nicht wahr? Und dann Herr Hübner. Für mich stellt sich von beiden Vorträgen her kommend die Frage, ob wir nicht eine stärkere Differenzierung in den Ämtern brauchen. Das wurde den Tag über öfters angesprochen. Das nehme ich mit als wirkliche Herausforderung. Das Gesicht nach außen, das braucht es. Das war völlig unbestritten. Wir brauchen dieses Gesicht. Wie das dann immer gefüllt wird, ob als Trostamt oder als prophetisches, ethisches Amt, das muss man nochmal diskutieren. Aber das brauchen wir. Aber ob die gleiche Person dann die treibende Kraft der Kirchenreform sein muss, das ist für mich eigentlich überhaupt nicht zwingend. Ja, überhaupt nicht zwingend, sondern da kann man innerhalb des Oberkirchenrats schon mit dem ständigen Vertreter eine Ausdifferenzierung hinbekommen. Es wurde verwiesen auf die Synodalpräsidentin. In der Tat, sie ist medial gestärkt worden. Ich finde das richtig. Also das auf mehreren Schultern zu verteilen. Und in die Richtung könnte man noch mehr denken. Auch über das Regionalbischofsamt müssen wir noch mal nachdenken. Ja? Was übernehmen die noch aus diesem Bereich? Sodass dann die Dinge, die mir persönlich jetzt schon auch wichtig wären, eben Spiritualität zeigen können, auch werben können für das Geistliche, dass das nicht hinunterfällt aufgrund der vielen Reformaufgaben, die wir jetzt zum Beispiel vor uns haben und die wir natürlich angehen müssen. Und so eine Abwägung ist aber natürlich im Blick auf die Personen, über die wir dann in einem halben Jahr reden werden, ganz wichtig, weil ja da gibt, man kann nicht alles gleichzeitig können. Ich glaube aber, dass man das trotzdem, dass man es machen sollte in der Synode, aber trotzdem diese Sehnsucht, die Leute haben nach einem Amt der Einheit, die sollte trotzdem, dass irgendwo in dieser Gesellschaft nicht alles total arbeitsteilig und gehen Sie bitte zum Telekom-Techniker da und dann gehen Sie zu dem und dann gehen Sie zu dem, sondern es gibt dann schon einen oder eine, die ansprechbar ist, dass die das dann vielleicht anders verteilt, ist eine andere Sache. Ich finde das den Gedanken sehr gut, es zu entlasten. Auf der gleichen Seite in einer Gesellschaft, die sich immer mehr ausdifferenziert, an dieser Sehnsucht einer moderierenden Einheit in Vielfalt schon auch anzudocken. Ja, Ihre Wortmeldung, bitte schön. Ja, bitte. Hallo. Erlauben Sie mir, alles habe ich nicht mitbekommen. Ich kann nicht so gut hören. Ich habe ein Hörgerät, 2. Aber soweit ich es mitbekommen habe, möchte ich aus meiner Sicht noch Folgendes sagen. Ich erwarte nicht nur vom Bischof, sondern von unserer Gemeinde, sprich christlichen Gemeinde, ich will nicht differenzieren in lutherische oder nicht, ich erwarte, dass das die frohe Botschaft, das Evangelium,
den Leuten bewusst gemacht wird. Und ich werde Ihnen in kurzen Worten sagen, wie ich das meine. Der erste Schritt, die Weisheit beginnt mit der Ehrfurcht vor Gott. Gott erkennt man an seinen Werken. Die Werke sind Schöpfung und vorausgesagte und eingetretene Prophezeiung als Beispiel. Jesus predigte, und das ist manchen gar nicht bewusst in der Gemeinde, das Evangelium. Er predigte das Evangelium. Und das, wenn er Jesaja zitiert, vom Reich Gottes und von seiner Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit ist Gottes Gerechtigkeit. Und das ist die frohe Botschaft, vereinfacht. Im Abendmahl. Darf ich fragen? Ganz kurz. Weil Sie gesagt haben, erstens, sind es schon andere Punkte zu erstens oder? Das ist die Basis, die wir Christen, auch ein Bischof, kennen müsste und verbreitet wird. Ich sage nachher anschließend auch warum. Und Jesus hat in seinem Abendmahl gesagt, ich will mit euch das Passahlamm heute essen, bevor ich leide. Ich will das, ich habe Verlangen danach, mit euch das zu essen. Und dann weist er auf den neuen Bund hin. Auf den neuen Bund wird selten hingewiesen, in dem Sinne Jeremia. Seinen Emmaus-Jüngern sagte er, Jungs, seid nicht so faul und träge, studiert mal ordentlich, aber ich sage es euch in Kurzform. Studiert alles von Mose bis zu den Propheten, was von mir vorausgesagt war. Das heißt, wir wissen heute, dass er vorausgesagt war, dass er mit 30 gekreuzigt, mit 26,5 anfangen zu predigen, 30 Jahre alt war, und 4,5 vor ungefähr zur Welt kam, kurz vor dem Tode Herodes des Großen. Wir sehen das Ganze heute noch, und das ist die einzige Prophezeiung, die heute noch sichtbar ist, an der Klagemauer. Die Juden stehen, sie können nicht, der Tempel ist kaputt, sie können nicht mehr opfern. Das ist die Basis. Und wenn wir aus Dankbarkeit für diese frohe Botschaft, dass wir die ewige Gerechtigkeit bekommen haben, dankbar sind und uns an seinen Geboten orientieren, dann ist das die Motivation für unser Denken und Handeln. Und das müssen wir allen mitgeben. Das ist der Hauptauftrag unserer Kirche. Dieses denen mitzugeben. Trost und Seelsorge ist gut, aber vorher muss man das wissen. Und also, das ist das, was ich auch im Bibel-TV sehr häufig jetzt gesehen habe, dass auch dort manches fehlt. Nicht nur in meiner Volkskirche. Also ich würde bitte auf die frohe Botschaft als Motivation unseres Denkens und Handelns, dass wir allen Menschen sagen müssen. Vielen Dank für die Konzentration nochmal auf dieses Evangelium, auf diese Grundlage. Aber es ist das, was Sie gesagt haben, hat sich jetzt auch schon gespiegelt in dem, wie wir es auf das Bischofsamt konzentriert haben. Wenn ich es richtig verstanden habe, diese letzte Runde, ausgehend von diesen Videoclips, die ja eher zufällig waren, die Erwartungen formuliert haben, ist dann schon ein Profil klar geworden, so aus dem Evangelium heraus, ja, das in Gesamtdarstellen hinein in eine wie auch immer geartete öffentliche Funktion dieses Evangeliums in den Trost hinein oder in Begleitung, also dieser Impuls, denke ich, war nochmal wichtig
Und ich setze sich fort in der Beschreibung dessen, wie wir das Bischofsamt formulieren. Und dann vielleicht auch, und das wäre schon nochmal die Frage, vor diesem Hintergrund auch andere Zuschreibungen des Bischofsamtes bis hinein in die Verwaltungsgeschichten sehr reduzieren und vielleicht auch das Bischofsamt nochmal ausdifferenzieren an der Stelle. Also das wäre doch, wenn wir es auch jetzt vielleicht nicht schaffen mit dem Bischofsamt jetzt, aber das wäre dann die Aufgabe der Synode, dann ein neues Bischofsprofil im Laufe der Zeit auch mitzuentwickeln. Also und entsprechend dem, wie Gesellschaft sich verändert, schaffen wir das auch. Ein Votum noch. Und vielleicht auch bei der, wenn es um die Wahl geht, ganz bewusst jemanden zu wählen, der sagt, ich mache da mit, ich bin da bereit. Weil wir werden das natürlich vor der Wahl und so werden wir das nicht hinkriegen. Aber ich bin bereit, mich auch auf neue Dinge einzulassen, auch wenn das bisher zugeschriebene Profil verändert. Ich glaube, das wäre ganz wichtig, weil das für diese Veränderungsbereitschaft, die ist notwendig von allen Seiten. Und einen zweiten Punkt, da würde ich aber gerne noch mal weitersuchen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das mit dem öffentlichen Trost, ob das so der Punkt ist. Da müssen wir noch ein bisschen weiter diskutieren. Ich glaube, es wird ganz wichtig sein, dass die Bischöfin, der Bischof sehr sensibel ist für gesellschaftliche Entwicklungen. Und diese gesellschaftlichen Entwicklungen, die sich jetzt abzeichnen, auch was wir jetzt im Nachgang mit Ukraine-Krieg, im Nachgang mit Corona, aber auch mit Blick auf diese gewaltigen Transformationsprozesse, die es in unserer Gesellschaft geben wird. Und da wird es Verlierer geben und da wird es Gewinner geben. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob das Tröstende und auch an vielen Stellen das Moderierende schon ausreicht. Oder ob es da nicht auch wirklich an bestimmten Punkten auch ganz klare Positionen, ob die da nicht auch notwendig sind. Also da würde ich aber gerne noch ein bisschen suchen, ja, und nach den richtigen Begrifflichkeiten. Aber was mir ganz wichtig ist nicht nur diese binnenkirchlichen Geschichten, die sind ja für uns alle wichtig, sondern diesen gesellschaftlichen Horizont aufzumachen, damit wir dann als Kirche auch als Player in dieser Zivilgesellschaft deutlich werden. Also ich würde sagen, ich wiederhole es noch einmal, ja, das hat ja die Johanna Haber auch gesagt, Trostfunktion geht hinein in das, was früher Wächteramt der Kirche, wie auch immer beschrieben worden ist. Und in den Umbruchzeiten braucht es da neue Kommunikationsformen dafür. Also Trost im klassischen Sinn allein ist es nicht, es ist ein Transformationsprozess dieser Trostfunktion in gesellschaftliche Arbeit hinein. Ich erlaube mir zu sagen, es ist zu Ende, es war klasse, es waren wenig Leute da, aber es war sehr intensiv und wir machen früher Schluss und die gewonnene Zeit, die schenken wir Ihnen. Machen Sie was Vernünftiges damit.